Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Videoblog Essbare Natur. Ich bin Martina Merz und war am Wochenende nochmal draußen. Ihr seht, wir haben November, es wird immer grauer, 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 die Bäume sind kahl und man findet nur noch ganz wenig draußen, dachte ich. Tatsächlich habe ich super viel gefunden. Wir haben nochmal eine ganz warme Phase hier Mitte November und ich habe Pflanzen gefunden über der Erde, unter der Erde, spannende Wurzeln, Beeren, Samen, ja, richtig viel. Und am Ende des Videos, wie immer nochmal, alles, was ich gefunden habe, einzeln und auch, was ich daraus zubereitet habe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Sammeln und beim Nachmachen. Bis bald! Manchmal findet man auf Feldern viele Sachen und Felder gehören den Bauern und Felder haben natürlich auch das Problem, dass man nicht weiß, wie da drauf gedüngt wurde. Und jetzt ist hier aber ein Feld, das ist eigentlich mehr eine riesengroße Wiese, von der ich weiß, dass sie im Sommer einfach voll war mit Wildpflanzen. Ihr könnt es auch erkennen, da vorne sind Fruchtstände von Königskerzen, von Karten, von Silenen, Schafgarbe, ganz viele verschiedene wunderbare Pflanzen, die man auch essen kann. Und deswegen sammle ich jetzt hier. Wichtig ist, wenn ihr sammelt, dass ihr nicht zu nah an der Straße sammelt, denn ihr seht es, hier ist es platt getreten oder auch einfach schon gemäht, da sind dann auch die Hunde. Aber hier findet man einfach toll viele Sachen. So, wenn ihr jetzt hier schaut zum Beispiel, hier ist Schafgarbe und die treibt jetzt wirklich nochmal richtig toll aus. Und diese kleinen frischen Triebe, die könnt ihr super noch verwenden für Salat oder einfach klein hacken oder aufs Brot oder als Dekoration. Sind einfach richtig voller Vitamine nochmal. Und schmecken sehr gut. Ein bisschen herb, ein bisschen bitter, aber total gesund und einfach auch wunderschön. Das hier sind die Samenstände von der Schafgarbe. Man sieht hier noch ein bisschen die Form der Blüten. Hier blüht auch noch mal eine Schafgarbe, ganz hübsch. Da könntet ihr jetzt auch die kleinen Blütchen abzupfen. Die sind aber wirklich sehr, sehr bitter und könntet die zum Dekorieren verwenden. Dann haben wir hier noch was Tolles. Das ist eine Pimpernelle, eines der klassischen Kräuter, die in der grünen Soße drin sind aus Frankfurt. Da könnt ihr sehr schön diese kleinen, feinen Blätter verwenden aus der Mitte, da wo sie sich gerade entfalten. Schaut, da kommt jetzt hier unten überall noch mal was nach, weil es einfach jetzt noch mal so warm geworden ist. Und die könnt ihr so, wie sie sind, super verwenden. Und auf solchen Feldern, solchen angesäten Feldern, findet man dann Sachen, die es bei uns wild eigentlich schon nicht mehr gibt. Höchstens noch irgendwie in Italien oder Frankreich. Hier zum Beispiel. Das ist ein Fenchel, das ist ein Staudenfenchel, wilder Fenchel, von dem man die Blätter gut essen kann, die Stiele als Gemüse, auch die Samen, schmeckt super lecker vom Fenchel. Die Samen einfach in Zucker kandiert oder frittiert, so ein bisschen angebraten, karamellisiert. Ich schaue mal, ob ich das auch noch finde. Hier haben wir jetzt direkt auch den Fenchel gefunden. Bei Doldengewächsen würde ich euch bitten, sammelt die nicht alleine, wenn ihr euch nicht auskennt, weil es gibt wirklich tödlich giftige Doldengewächse. Man muss sich gut auskennen. Beim Fenchel merkt ihr das, wenn ihr sie zerreibt und dran riecht. Die riechen einfach eindeutig diesen typischen Fenchel-Anisgeruch. Die schmecken super. Ihr könnt die direkt einfach so vom Strauch nehmen. Die sind jetzt tatsächlich schon ein bisschen alt. Ihr seht auch, sind feine schwarze Pünktchen drauf, wahrscheinlich irgendein Pilzbefall. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber früher im Jahr wäre das jetzt hier tatsächlich perfekt gewesen. Und wenn ihr so ein Fenchel gefunden habt, dann geht ihr einfach mal ganz, ganz, ganz nach unten und dann seht ihr, dass hier schon wieder die neuen Triebe kommen. Und die nehme ich jetzt auch tatsächlich mit fürs Abendessen. Superschön. Ganz frisch und zart, kann man ganz toll nehmen. Man kann ja auch einfach hier unten so knabbern. Genau, ein Snack. Snack, wilder Snack, schmeckt total lecker. Und hier sind die auch noch nicht schwarz. Das heißt, hier werde ich auf jeden Fall jetzt auch noch ein bisschen was vom Fenchelgewürz mitnehmen für meine Wraps. Das hier ist jetzt eine Moschusmalve. Da könnte man die Blüten essen. Ich lasse sie aber stehen für die Insekten. Die sind auch froh, wenn sie jetzt noch was finden, weil es gibt einfach nicht mehr sehr viele Essbares für sie. Und außerdem gehen diese Blüten super schnell kaputt. Also wenn ihr welche mitsammelt, dann wirklich unmittelbar, bevor ihr sie zubereitet, mitnehmt. Ich habe gestern den Fehler gemacht. Ich habe sie mittags gesammelt, wollte sie abends verwenden, dann waren sie schon kaputt. Das hier sind die Blätter von der Moschusmalve und auch die könnt ihr verwenden. Solltet aber gucken, dass ihr wirklich nur so ganz frisch ausgetriebene kleine verwendet. Bei allen Blättern, die ihr jetzt erntet zu der späten Jahreszeit oder eigentlich generell, je frischer ausgetrieben, desto zarter. Das hier sind die Fruchtstände von einer Nachtkerze. Die kennt ihr vielleicht aus dem Video mit den gefüllten Blüten.
Und die könnt ihr jetzt, die Samen verwenden, wenn ihr die jetzt hier, ich versuche das mal mit einer Hand, die könnt ihr im Grunde genommen verwenden wie Mohn. So ähnlich schmeckt es auch ein bisschen, nicht ganz so intensiv natürlich, aber es ist einfach ein schöner Akzent auf dem Essen, beim Backen oder auch in irgendwelche Soßen oder zum Beispiel auch in Würzbutter rein. Noch besser kann der Körper die Inhaltsstoffe aufnehmen, wenn ihr die vorher mit Mörser zerstoßt. Das wäre auch noch eine Variante. Das hier sind die Samenstände der wilden Möhre. Man erkennt die daran, dass sie solche richtigen Nester bilden. Mal gucken, ob ich das hier noch besser sehe irgendwo. Also wie gesagt, Dollengewächse aufpassen. Aber jedenfalls könnt ihr dort auch die Samen oben abstreifen. Und wenn ihr die zerreibt, dann riechen die auch wie Möhre. Und aus denen könnt ihr zum Beispiel, die könnt ihr als Gewürz verwenden oder für Rubs. Oder sie bei euch im Garten aussehen, die blühen nämlich zauberhaft schön. Hier gibt es jetzt auch nochmal richtig tolle Schlehen. Die sind schön fest. Die haben jetzt schon mal den ersten Frost abgekriegt. Das ist super. Ich habe noch welche im Geschirrschrank und will nochmal Sirup machen. Das heißt, hier ernte ich jetzt einfach nochmal welche und ergänze die. Die Schlehen schmecken eigentlich erst so richtig gut, wenn sie aber Frost gekriegt haben. Aber in diesem Jahr sind sie so reif und so süß, dass man sie direkt vom Baum essen kann. Ich sammle nie alle ab an dem Strauch. Ich lasse immer welche dran für die Vögel. Hier sind die richtig schön blau noch. Toll, absolut perfekt. Hier ist jetzt eine wunderschöne Rosette von einem Klatschmohn. Ihr kennt den dran, dass er so rosettenartig ist und dass er diese leicht behaarten Blätter hat, wie ihr sie vom Klatschmohn kennt. Aber es ist ein Feld. Und zwar ein Starkzehrerfeld. Da war vorher Sonnenblume drauf. Und man sieht, hier hat der Bauer überall Mist verteilt. Also hier kann man leider überhaupt gar nicht sammeln. Aber man kann eben die Pflanze hier sehr, sehr schön erkennen. Man kann davon verwenden, die Blätter für einen Salat. Schmeckt sehr, sehr gut. So ein kleines bisschen nussig. Und vom Mohn könnt ihr auch die Blütenblätter verwenden. Kann man ganz tolles knallrotes Gelee draus machen. Gibt es hier überall immer wieder. Aber eben jetzt nicht. Hier gibt es jetzt nochmal ganz, ganz niedrige Brennnessel, die frisch austreibt. Und man kann die so, wie sie sind, essen. Ihr pflückt die und drückt ganz stark mit den Fingern sie zusammen. Dadurch brecht ihr die Fasern ab, wo das Brennende drin ist. Und dann rollt ihr die zu so kleinen Päckchen auf und steckt sie an den Mund. Die schmecken so ein bisschen süßlich, sehr gut. Und ihr könnt diese Vitamine und Mineralstoffe, die in der Brennnessel drin sind, das ist eines der wertvollsten Superfood, einheimischen Superfoode, die es bei uns gibt, könnt ihr einfach direkt so zu euch nehmen. Man kann es auch so einrollen, kleines Kügelchen machen und ab in den Mund damit. Was hier wächst, ist Beinwell. Das ist eine Pflanze, die eine alte Heilpflanze ist. Beinwell verrät schon, wofür sie genommen wurde, für stumpfe Verletzungen, vor allen Dingen an den Beinen. Und die Blätter vom Beinwell, vor allen Dingen die jungen, wenn sie schön sind, die kann man verwenden und kann sie wie Gemüse nehmen, so wie Spinat. Oder man kann sie auch füllen oder frittieren. Der Beinwell enthält einen Stoff, das Alkaloid, was krebserregend ist. Deswegen darf man davon wirklich nicht viel essen, aber wir essen auch gegrilltes zum Beispiel oder angebratenes oder Röstaromen. All das ist auch krebserregend, wenn man es zu viel nimmt. Das heißt, in Maßen ernte ich es, aber das müsst ihr natürlich für euch selber entscheiden. Die Blätter hier sind mir aber alle zu hart. Ihr seht es, wenn auf der Rückseite die Struktur so extrem ist, dann würde ich sie jetzt nicht mehr ernten. Solche kleinen könnte man vielleicht noch nehmen. Die sind feiner und auch weicher, aber das merkt ihr gleich beim Anfassen. Aber ich lasse sie jetzt hier stehen. Ja, wobei, hier ist ein kleines, feines. Und hier noch eins. Vielleicht mache ich da eine Vorspeise damit. Vielleicht finde ich auch noch welche. Diese Büsche, die ihr hier seht, diese niedrigen kleinen Boschen, das ist wilder Thymian. Der duftet immer noch ganz fein, wenn man drüber läuft. Das ist hier so eine Magerfläche, die angelegt wurde als Ausgleich für den Autobahnbau. Und der duftet wunderbar. Und ihr könnt ihn jetzt noch nehmen als Gewürz zum Kochen. Sammeln zum Trocknen würde ich ihn eigentlich nicht mehr, weil er einfach im Sommer wesentlich mehr ätherische Öle hat. Aber jetzt ist er einfach immer noch schön, wenn man ihn direkt verwendet. Ich bin hier auf diese magere Fläche gegangen, weil es an den Rändern überall Holundersträucher gibt. Da drüben ist einer und hier sitze ich auch unter einem. Und hier bin ich jetzt gerade fündig geworden. Das hier ist jetzt wirklich ein Paradebeispiel für ein Judasohr an einem absterbenden oder toten Holunder. So schwarz und knubbelig sehen die aus. Und so kann man sie ernten. Dann sind sie schon trocken und sie dann zu Hause zum Kochen einfach wieder in Wasser einweichen. Spannender Speisepilz. Aus der asiatischen Küche, dort heißt der Mu'er, beziehungsweise es ist nicht genau der gleiche, aber fast der gleiche, habe ich jetzt gelernt. Und die kann man so einfach mitnehmen.
So, das ging jetzt hier ganz schnell raus. Aber ihr seht, das müsst ihr dann auch alles hier hinten erstmal ablösen. Ich werde ihn zu Hause einfach einweichen, dann kann man ihn richtig schön sauber machen und dann erneut trocknen. Schaut dazu unbedingt das Video an, wo ich das Judasohr erkläre. Da zeige ich dann auch, wie man den vorbereitet zum Kochen. Und hier habe ich jetzt auch gerade noch einen frischen gefunden. Da seht ihr dann, wie er aussieht, wenn er mit Wasser vollgesaugt ist. Der war hier unten im Schatten. Und je weiter wir in die Sonne gehen, desto trockener sind die Pilze natürlich. So sieht der Meerrettich aus im Herbst, wenn er im Grunde genommen kurz vor der Reife ist. Ihr seht, die Blätter werden ganz braun. Es gibt nur noch wenige, die grün sind. Und die ich abgemacht habe, scheinen groß. Ich blende euch aber jetzt gleich mal Bilder ein, wie der Meerrettich im Frühsommer aussah. Da werden die Blätter nämlich teilweise bis zu einem Meter hoch. Und was ihr braucht, um den Meerrettich zu ernten, ist ein Spaten. Was ihr vom Meerrettich auch essen könnt, sind die feinen jungen Triebe hier und die frischen Blätter, die rauskommen. Jetzt nicht mehr. Aber im Mai und im Juni verwende ich die durchaus auch mal fein geschnitten zu einem Quark oder Kräuterjoghurt oder in einen Salat. Boah, echt nicht leicht. Aber es fängt schon an, noch mehr Rettich zu duften. Okay. Das hier ist die Wurzel und das riecht unglaublich gut nach Meerrettich. Total schön. Schaut mal. Und hier sind mir überall die frischen Triebe. Man kann die auch in den Garten pflanzen, aber die breitet sich extrem aus. Das seht ihr hier an dem Feld, wie groß es ist. Aber es riecht fantastisch. Das ist jetzt also mein Meerrettichschatz von heute. Geht doch mal schauen, ob ihr auch welchen findet. Nehmt auf jeden Fall einen größeren Spaten mit als meiner. Der war definitiv zu klein. Jetzt bin ich hier an einem Bach und ich sehe, dass da drüben überall entweder Brunnengrasse ist oder das bittere Schaumkraut. Die sind schwer auseinanderzuhalten. Und ich glaube, da ist auch noch eine Minze dazwischen. Jetzt gucke ich mal. Ich habe das Gefühl, das Wasser ist ein bisschen zu tief für meine Stiefel. Rüber komme ich nicht. Aber hier komme ich entlang. Und hier kann ich ernten. Ups, oh, ich sehe schon das Wasser in meinen... So, das ist nämlich ein super, super Wintersalat. Total schön. Brunnengrasse kennt ihr vielleicht, die kann man auch kaufen. Und die ist aber innen drin hohl in den Stielen. Das heißt, das hier ist das bittere Schaumkraut. Das bittere Schaumkraut ist ein bisschen bitterer als die Brunnengrasse, aber dafür auch viel, viel häufiger. Ihr seht, das ist hier überall an klaren Bächen, findet ihr das. Und es schmeckt sehr stark kressig, ist ein Senfgewächs auch. Und da kann man eben die frischen Triebe davon ganz toll für den Salat verwenden. Ich nehme hier einfach nur die vorderen Spitzen. Je hellgrüner, desto besser. Ihr seht hier diese Wurzeln, die sie unten dran haben. Die wachsen wirklich im Wasser und besonders gern dort, wo es so ein bisschen kiesig ist. Da finde ich sie besonders häufig und da sammle ich sie auch lieber, als wenn es so schlammig ist. Weil wenn es schlammig ist, ist oft auch Stickstoff drin und aller mögliche Mistkram. Und hier weiß ich jetzt einfach, es ist ein schöner, sauberer Bach. Ein riesen Boschensalat. Schmeckt so ein bisschen wie Meerrettich, Senf, Kresse. Es gehört in diese Familie rein. Ich mag es sehr, sehr gern. Ich bin jetzt nochmal zu einer Stelle geradelt, wo ich wusste, dass es Hirtentäschel gibt. Denn den Hirtentäschel liebe ich im Salat. Hier seht ihr das auch. Also es gibt nicht mehr viel. Und das Hirtentäschel kann man ganz toll als Salat essen. Das kommt so richtig als Rosetten aus dem Boden. Im Oktober-Video habe ich euch das richtig ausführlich gezeigt. Vielleicht schaut das dort auch nochmal an. Das gibt es das ganze Jahr über. Das ist vielgestaltig. Es treibt dann diesen langen, langen Stiel. Dann kriegt ihr so ganz lange Rispen und die Blüten und die Samen vor allen Dingen auch, die sehen dann aus wie kleine Hirtentäschchen aus Leder, diese Trinkbeutel, kleine herzförmige Taschen. Ich nehme jetzt hier einfach wirklich nur die Blätter und lasse den Blütenstand stehen. Der kann noch weiter hochschieben und dann vielleicht auch noch Blüten bilden. Und dann schaue ich mal, ob ich noch mehr davon finde. Es ist ein super, super schöner Salat, das ganze Jahr über kennen ganz wenig Leute. Sieht ein bisschen aus so wie Rucola-Blätter, ist aber keine Rucola. Und hier wächst direkt daneben auch noch eine Vogelmiere. Auch die ist toll für den Salat.
und davon pflückt ihr wirklich nur die obersten Spitzen hier ab. Und die schmecken dann so ein bisschen wie junger Mais, ganz fein, ist ein ganz milder Salat, den es auch fast das ganze Jahr über in milden Wintern gibt. Die sind, glaube ich, nicht essbar, aber wunderschön. Das, was jetzt hier wächst, das ist ein Mohn. Und Sandra, mit der ich unterwegs bin gerade, die hat gesagt, wie erkenne ich denn eigentlich den Unterschied? Das sieht ja eigentlich genauso aus wie das Hirtentäschel. Und deswegen zeige ich euch das jetzt hier mal. Das hier ist das Hirtentäschel. Und das hier ist der Mohn. Der Mohn drückt sich flach an den Boden. Und das Hirtentäschel, zumindest jetzt im Herbst, geht eher so ein bisschen nach oben. Die Blätter vom Mohn sind ein bisschen haarig. Die vom Hirtentäschel sind ganz glatt. Seht ihr den Unterschied? Das Hirtentäschel sieht aus wie ein bisschen fast wie Rucola. Und beim Mohn ist es ganz klar nicht wie Rucola. Also wenn man es so vergleicht, sieht man schon, der Mohn hat auch am Rand so ganz leicht rot. Seht ihr das, die Ränder von den Blättern? So rot wie die Blüten eben, die später kommen. Auch das hat das Hirtentäschel nicht. Drehen wir mal die Blätter rum, da sieht man eine deutliche Struktur beim Hirtentäschel. Und wenn ich hier die Blätter rumdrehe vom Mohn, sehe ich eigentlich nur diese Haare. Und es ist insgesamt viel, viel heller. Und weicher. Auch die Blattstruktur fühlt sich ganz anders an. Ganz anders. Und so könnt ihr lernen. Sucht euch einfach mal eine Pflanze raus und prägt euch die richtig ein. Das Hirtentäschel ist ganz gut dafür geeignet. So, hier gibt es auch noch mal schöne frische Löwenzahnblätter. Auch da pflücke ich aus der Rosette innen drin einfach die saftig grünen raus. Die sind sehr zart hier. Hier haben wir jetzt noch mal richtig viel Hirtentäschel gefunden. Ganz viel schönes, saftiges. Und hier seht ihr jetzt auch, warum das Hirtentäschel Hirtentäschel heißt. Da kann man es richtig schön, diese kleinen Samenkapseln erkennen, die ebenso sind wie diese Ledertrinkbeutel von den Hirten. Und jetzt radeln wir zurück nach Hause. Bis gleich. Und jetzt zeige ich euch wie immer, was ich alles gefunden habe. Leider mit Geschepper im Hintergrund, aber es geht nicht anders. Hier ist das bittere Schaumkraut für den Salat, die Vogelmiere für den Salat, der Fenchel, weiß ich noch nicht genau, was ich damit mache, die Pimpernelle, der kleine Wiesenknopf, ganz viel Hirtentäschel für den Salat, hier die Fenchelsamen, hier ein bisschen Schafgarbe, die Moschusmalvenblätter und hier vorne der Quendel, der wilde Thymian. Dann haben wir hier eine Tüte voll Schlehen, die langen Blätter vom Meerrettich, mit denen ich nichts mache, die ich einfach nur zum Angucken dabei habe. Und hier meine vielen, vielen, vielen Meerrettichknollen. Und dann zum Schluss hier vorne noch das Judasohr, mein Winterpilz. Und hier zum Vergleich für euch, das hier sind die Blütenstände vom Hirtentäschel, wo ihr richtig toll die kleinen Taschen sehen könnt. Und hier rechts ist ein Hirtentäschelblatt und links ist ein Löwenzahnblatt. Also da sieht man deutlich den Unterschied. Beim Löwenzahn die Spitzenzacken hier vorne und beim Hirtentäschel ist es eben rund gelappt. Ja, das war's für heute. Ich zeige euch wie immer hinterher, was ich damit gemacht habe. Es wird einfach einen schönen Salat geben, denke ich. Die Schlehen kommen ins Eis zu den anderen Schlehen. Den Meerrettich werde ich erst sauber machen und dann kommt der wahrscheinlich in den Eimer, in den Keller. Und das Judasohr wird geputzt und getrocknet und kommt in mein Vorratsglas. Das ist mein gesammeltes Judasohr von heute Nachmittag vom Spaziergang. Und bevor ich das in das Glas tue mit meinen getrockneten Judasohren, weiche ich es erst nochmal komplett ein, um es putzen zu können und solche Stellen wie hier einfach wegzumachen, weil ich möchte einfach sauberes Judasohr in meinen Vorräten haben. Einfach lauwarmes Wasser, nicht zu heiß. Und dann bleiben die hier drin eine halbe Stunde liegen. So sehen die Pilze jetzt nach 25 Minuten aus und ihr seht, wie die ihr Volumen vergrößert haben. Genau das passiert am Baum, am Strauch, am Hollerstrauch auch, wenn es regnet oder wenn die Luftfeuchtigkeit besonders hoch ist. Und jetzt putze ich die, schneide solche harten, unschönen Stellen raus, so lange, bis ich nur noch die schönen Ohren übrig habe. Und die kommen dann wieder zum Trocknen auf den Trockenkorb. Ich lege die einfach so an die Heizung, halb über die Heizung. Und bis morgen sind die
furztrocken wieder. Und so sieht dann ein gewaschenes Stück Meerrettichwurzel aus und ihr könnt es dann einfach hier schälen und reiben und dann verwenden, wie ihr es immer verwendet. Bei mir kommt es heute Abend mit den Wildkräutern zusammen zu Kartoffeln mit ein bisschen Ei. Meerrettich ist super gesund, stärkt die Immunabwehr, perfekt bei Erkältungen und tötet alles ab, was im Hals ist, was da nicht sein soll. Super also und außerdem mag ich den Geschmack total gern. Aus den Schätzen von heute gibt es Kartoffeln mit hier oben eine Mischung aus Ei, Käse und die ganzen gehackten Kräuter, viel Zitrone, Kapern und daneben den Wildkräutersalat mit ein bisschen gerösteten Nüssen und Zwiebeln obendrauf. Ah Mist, ich wollte ja Meerrettich drauf machen, das muss ich jetzt noch nachholen. Eine Portion Meerrettich zu Kartoffeln und Kräuter. Richtig frisch. Richtig, richtig gut für die Immunabwehr. Und geschmacklich passt es auch toll zu dem Grünzeug. So, Essen ist fertig. Eine ganz einfache Pasta mit wildem Fenchel. Noch ein bisschen Parmesan, schwarzen Pfeffer drüber gemacht, mit einer Blüte dekoriert. Lasst euch schmecken. Ihr seht, was es jetzt im November noch alles gibt. Es liegt aber auch dran, weil es noch keinen schlimmen Frost gab. Es war schon ein bisschen unter Null, aber nicht viel. In der Woche soll es richtig frostig werden und auch der erste Schnee kommen. Dann gibt's nicht mehr so viel. Viel Spaß bei den Herbstspaziergängen. Bis bald!